Ach Freunde, was werdet ihr heute hier sehen? Sicherlich wisst ihr, ich spiele ganz gern mal Minecraft durch. Das Ganze tue ich in verschiedensten Variationen und ihr kennt das Ganze auch. Manchmal mache ich das Ganze auch ziemlich schnell, auch in Form von Speedruns. Aber in letzter Zeit habe ich ein bisschen Abstand zu Speedruns genommen. Das letzte Mal halt in der 1.14, dort unter anderem auch mit dem Weltrekord, den ich zusammen mit Walle aufgestellt habe, der mittlerweile aber schon gebrochen wurde. Denn in der 1.16 ist das Ganze wesentlich, wesentlich schneller möglich. Nun ja, es ist jedenfalls so, dass eine gewisse Person auf mich zugekommen ist und mich spaßenshalber mal gefragt hatte, ob wir vielleicht ein bisschen zusammen speedrunnen können. Und bei dieser gewissen Person wisst ihr halt, in welche Richtung es halt geht, wenn sie mich fragt, ob wir speedrunnen können. Chat, watch this, ihr werdet proud of me sein, okay? Deswegen, ganz wichtiger Disclaimer, das Ganze hier ist überhaupt nicht ernst gemeint. Das hier ist ein komplettes Spaß- und Fun-Video und für mich steht überhaupt nicht der Tryhard im Fokus. Trotzdem ist das Ganze ziemlich unterhaltsam und lustig geworden. Deswegen wäre es ganz schön schade gewesen, euch das Ganze hier nicht als lustiges Video heute zu präsentieren. Deswegen sollten die Zeiten eventuell manchmal ein bisschen langsam sein, sollten ein paar Fehler passieren, dann seht es bitte lieber auf der Humorbasis als auf der Tryhard-Basis. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Sollte euch das ganze Video auf jeden Fall gefallen, dann lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Abonniert sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und falls ihr es nicht wusstet, ich streame jeden Tag ab 17 Uhr auf twitch.tv/bastigrg. Schaut da gerne vorbei, falls ihr sowas auch mal live sehen wollt. Viel Spaß mit dem Video. Also pass auf, ich würde es so machen, wir machen es so oder so. Das ist jetzt eh ein Server mit Spigot und mit Plugins und so. Das ist jetzt alles halt sowieso noch nicht offiziell. Ich würde einfach den Timer nehmen, den wir eh haben, weißt du? Achso, den Ingame-Timer? Ja. Okay. Dann würde ich einfach den benutzen, weil wir werden jetzt hier nicht gleich eine Zeit platzieren. So, obviously muss man sich da auch noch ein paar mehr Regeln und so weiter halten. Bro, wir wollen ja eh nicht einsenden. Real Talk, als ob wir irgendwie einen relevanten Speedrun hier erreichen. Eben. Ich würde am liebsten mit dir aber einfach nochmal so ein bisschen den Ablauf durchgehen. Weißt du denn alles, was so gemacht werden muss? Ja, also pass auf. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie wir es zu zweit machen, aber ich weiß, was ich alleine zu tun habe. Also, ich habe es so gemacht, ich habe Holz geholt, ich habe Essen geholt, habe dann einen Lavasee über der Erde gesucht oder in der Höhle und bin dann in den Nether gegangen direkt, habe dann Gold abgebaut oder eine Festung halt gefunden. Nein! Was? Und dann habe ich entweder die Blaze zuerst gemacht oder das Goldding zuerst gemacht. Oh Mann! Und dann muss man ja mit den Enderperlen und Blazes einfach zum End und dann bum, bada, bang, fertig. Achso, ja, und wir brauchen auch noch Pfeile und Dings vom Dorf, genau. Also die Speedrunner spielen ohne Bogen, weil die Speedrunner killen den Drachen, ohne die Kristalle getötet zu haben. Mit Betten, ne? Genau, und das ist auch an sich eigentlich logischerweise das Schlauste. Wir können trotzdem Betten dranholen und trotzdem mit Pfeilen und Bogen spielen. Dicker, lass einfach mal loslegen. Nein, eine Sache machen wir. Du lernst jetzt ein Portal zu gießen. Bro, ich kann das halt Real Talk schon. Dann zeig's mir. Real Talk, ich kann das. Ja, denke ich, kann's nicht machen. Also. Ja, voll dumm von mir, ne? Ja, überdumm. Real Talk. So, pass auf. Also, du sagst, du kannst es schon. Ja, gib mir Wassereimer. Hier hast du noch eine Dierspitzhacke. Vielleicht, falls du dich verbaust. Nee, die brauche ich nicht, danke. Okay. Na dann. Oh. Bro, wer ist er? Hau ab, du Schwein. Ach komm, scheiß drauf, lass anfangen. Timeset. Zero, Timer, Resume. Ich hab schon ein bisschen geschummelt, ich bin schon ein bisschen früher losgelaufen. Ich laufe by the way so Richtung Südwesten gerade, ich habe einen Dschungel, aber... Okay, ich laufe Richtung Süden straight up. Bro, ich habe ein ganz okayes Portal, Bro. Real Talk, da fehlen dir. Aber warte mal, ich guck mal. In der Kiste wäre halt... Zwei Stück drin, Goldapfel, Goldhose, Flintenstiel. Ey, können wir machen, Bro. Real Talk, da brauchen wir noch zwei... Doch, hier ist alles, komm her. Safe. Digga, wie lange dauert es bitte, bis dieser Block abgebaut ist? Ey, merk schon, läuft bei dir da drüben? Also Konstruktion hier, Schon, aber warum dauert es so lange? Oder soll ich ein komplett neues Portal gießen? Ja, fuck it, das geht schneller. Na dann. Jetzt musst du vor allem jetzt richtig aufpassen, weil du echt sehr wenig Lava hast. Safe, Dog. Bro, hast du schon alles ready sonst? Ja, ich hab nämlich noch was richtig Gutes ready. Kicken rein. Alright. Let's go. Dann hoffen wir auf einen besseren Spawn. Ist okay, nehmen wir. Mhm. Ja, ist nicht so super sick, ne, aber ist okay, nehmen wir. Ist halt ein Basalt-Delta, ist minus 85, 45, 20. Okay. Schreibst du die Codes irgendwie auf oder merkst du die, oder? Na, ich sag's und dann weißt du der Chat. Wir merken uns hier gar nichts. Danke, Bro. Bro, wenn du Gold siehst, dann bau auch ab, oder? Oder soll ich full alleine machen? Ja, an sich schon, aber ich muss erstmal ausschalten, dass wir überhaupt erstmal eine Festung bekommen. Festungen sind leider ein ganz großes Problem.
Ja, die machen übrigens viel Schaden. Musst du aufpassen. Ja, Mann, das Monster hat mega viel Schaden gemacht. Das war auf keinen Fall der Fallschaden. Ey, das Biom ist so kacke. Sollen wir restarten? Es ist das schlimmste Biom, also. Junge, das ist ich ja. Ich hab eine Festung. Mann. Oh Gott, hier ist eine Festung. Oh, good job, good job, good job. Okay, dann schau ich weiter. Also nur zur Info, es gibt halt auch hier in dem Biom nicht mal Piglins zum Trainen. Nur zur Info. Ich acker schon seit 10 Jahren. Was hast du gesagt? Oh mein Gott. Ja, das ist halt das Fallschaden und Magma-Cubium. Ja. Fuck it, Bro, lass restarten. Fuck, dude! Oh. Da hinten ist ein Portal, Bro, Spawn ist gut. Ja, warte, ich komm mal. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das an und spielen einen erfolgreichen Minecraft. Oh, ein Village ist auch da! Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go! Okay, nice, ich renn direkt Village, kill den Melonen-Golem. Und, sorry. Und dann gucken wir, ob wir ins Portal kommen. Wir brauchen 2 Obsidian nur. Reicht in der Kiste? Leider nicht. Man braucht halt 2 Lavaquellen. Das reicht halt schon. Wir müssen halt nicht keinen riesen Lavasee finden. Oh Gott, Basti, verstehen. Ach du Scheiße. Ja, wann stirbst du denn? WTF, Alter. Wirft er den Run weg? Junge, 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 auf einmal 5 Millionen Mobs. Hast du den Golem schon gekillt? Nee. Soll ich ihn killen? Siehst du ihn? Oh wait, ich hätte den Golem ja killen können für Eisen. Ja, das ist das Hauptding bei so einem Dorf. Dann hole ich schon mal Holz währenddessen, weil ich sonst keinen Plan habe, was ich machen soll. Du kannst Lava suchen, wir brauchen 2 Lava. Okay, ja, okay, okay. In der Schmiede war nicht? Es gibt keine Schmiede. Ja, also ich finde auf jeden Fall keine Lava, Broski. Ich laufe hier gerade einmal großspurig um unser Dorf rum, aber hier ist nichts. Ah, hier bist du gestorben. Ich hätte eine Lava, aber die muss ich jetzt erstmal dahin bringen. Okay, ich habe die 2. Lava. Ich brauche ein Schild, oder? Hast du noch ein Eisen? Ich habe keins, ne? Ich habe nicht mal eins für mich. Okay, fuck. Brauchst du eins für die Festung? Eigentlich schon. Ja, dann hoffen wir einfach, dass wir in der Dings finden. Hier, Kevin, übrigens für dich. Oh, sick. Ja, dann sprint ich doch am besten direkt durch zu so einem Kollegen, oder? Mach das mal. Oh, der Nether-Part von dem Speedrun ist immer Trash, Alter, wirklich. Das ist der Entscheidende. Der gibt eben an, wie gut der Run ist. Bist du schon an so einem Kollegen vorbeigekommen? An einem. Die sind eigentlich in dem Biom, also in dem roten Wald, wo du bist, die eigentlich überall. Ich habe so eine Bastion gefunden, glaube ich. Ich habe Gold und Eisen, nice. Ich habe 2 Eisen, Bro. Ja, da kannst du unter anderem halt, wenn immer noch mal mehr Goldblöcke ranholen, wenn jetzt die 18 nicht reichen. Ich denke, Gold habe ich genug, aber... Also, ja, dann trade mit dem Gold. Ja, ich finde den geil nicht. Hier sind überall welche. Nein, Bro, Real Talk, noch nicht eingesehen. Was ist mit der Bastion? Können da Piglins spawnen oder was? Nein, also ja, da sind Piglins drin, mit denen kannst du auch traden, wenn du ein Goldpiece hast. Oh, Dicker! Was sagst du jetzt? Ich wusste nicht, dass das Problem ist, jetzt gerade ein Piglin zu finden. Ja, es ist. Ich dachte, dein Mitspieler heißt Bastian und nicht Bastion. Also das Ding ist halt, wenn ich online gehe, dann sagt man auch meistens zu mir Bastion. Ich hasse euch beide, Real Talk. Bro, ich hab ein. Oh Gott, er ist abgestürzt, Junge. Oh, saved. Oh. Ich hab hier ein technisches Problem gehabt, gerade im Nether. Mann. Och, Mann. Digga, ich laufe 20 Minuten rum, um so einen Knecht zu suchen. Und dann finde ich einen und sein Bro kommt und nimmt mich einfach von hinten, Digga. Das Ding ist halt, Real Talk, ein Piglin im Nether zu suchen, ist basically so, als wenn... Basti, sag doch mal, wo gibt's Schweine in der Overworld? Wo sind Schweine? Wo sind Schweine? Die sind halt legit überall. So ja, einfach hey, so... Was soll ich machen? Ich hab's halt nicht gesucht. So voll mad, so einfach... Ja, warum sagst du nicht, dass die da sind? Basti, sag doch, dass es in dem Wald einen Baum gibt. Komm in den Server. Ihr habt mir gerade donated 40 Euro Tisch, 1300 Euro Stuhl. Ja, Real Talk, das ist kein Tisch, was du hast. Das ist da einfach so eine Platte, die da irgendwie noch irgendwo hängt. Und damit meine ich nicht dich, der da auf dem Stuhl sitzt. Okay, Bro, wollen wir losrennen? Ja, Mann, es geht los. Let's go, Digga. Doof. Nice. Ah ja, ich sehe auch das Dorf. Ich gehe für Eisen, glaube ich, Bro. Bevor ich hier unnötig nach Lava suche, weil ich habe hier so einen Eingang von der Höhle. Ja, wir holen uns Eisen immer über den Golem, wenn wir ein Dorf haben, by the way, Kevin. Ach so, true. Ja, und vom Ding her, jetzt holt man sich halt noch Essen und jetzt sucht man einen Lavasee. Und wenn man jetzt keinen Lavasee beispielsweise in 1 oder 2 Minuten findet, ist es halt ein Reset eigentlich. Ich kann mich auch runterbauen einfach. Soll ich das machen? Kannst du auch machen. Okay, Bro. Ey, Real Talk, ich habe eine Baba-Höhle gefunden, Dog. Und ich werde sterben vermutlich. Aber ich habe eine. Ich habe hier alles, was das Herz begehrt. Ja, ich komme. Minecrafter Herz begehrt. Ich komme mit allem. Ja, das sieht nach einem sehr. Das sieht nach einem Papa-Platte-Lach aus. Hey, Papa-Platte. Hey, Basti, was geht, Kumpel? Alles frisch um die Ohren? Ja, Mann, meine Ohren sind frisch. Cool, Bro. Bro, ich glaube, ich mache mir eine Eisenpickaxe. Wie lange brauchst du noch für Portal? Es steht. Ich brauche nur ein Feuerzeug. Okay, kommt. Okay, Alter, Spawn einfach schon ist drin. Ohne Mastik. Wir spawnen direkt in der Festung. Das ist ein Troll, oder? Du hast das Archiv hier nicht bekommen. Bro, da hinten ist so ein, ich weiß nicht, so eine kaputte, so eine Bastion ist da. Nein, Digga, das ist ein Portal, nur ein Portal. Nee, das ist eine Bastion, oder? Digga, was soll denn das da für eine Bastion sein? Digga, das ist 2 Meter groß. Aha, meine Körpergröße einfach. Da ist eine Festung, das ist eine Festung. Das ist ultra insane. Wirklich? Ja, es ist eine Festung hier. Oh, Pogchamp. Das ist wirklich nice. Hier ist ein Goldhelm für dich drin. Den musst du dir auch noch am besten rausnehmen. Doch, oh mein Gott, 2-mal das gleiche Item mit selben Enchantment, das ist ultra selten. Alter, ich suche seltene Dinge in Minecraft. Nein, das ist wirklich mit das Krasseste, was ich jemals in Minecraft gefunden habe. Ich habe letztens in meiner seltenen Sachenwelt einen Full-Dia-Skelett gesehen. Danke.
Halt die Fresse. Er rastet direkt auf. Junge, wahrscheinlich war das Ausrasten, oder? Halt die Fresse. An deiner Stelle würde ich jetzt keinen zweiten Bann riskieren. Du würdest zusammen richtig lange heben. Junge, stell mal vor, du würdest halt wegen. Ich reporte dich so, du kriegst so wegen mir einen Bann. Real Talk, mich würde mega interessieren, welche Streamer mich schon reportet haben. Ja, ich? Das ist meine Pflicht als guter Streamer. Es tut mir leid, wir sind zwar Homies, aber ich muss meiner Pflicht als guter Streamer nachkommen. Ich muss dich leider bannen. Einfach Twitch hat einfach so Spitzel, einfach so richtig Knastlife. Spitzel, Junge. Basti, was hat Kevin wieder gemacht? Wahrscheinlich so. Nicht schon wieder, nein, ich hab, nein. Basti wird reden, ich kenne ihn. Oh, shit. Mom. Kevin, das wäre wirklich super cool, wenn du jetzt, also wenn du das hinbekommst alles, ne? Yeah, Kumpel, kein Ding. Weil ich bin nach 9 Minuten in der Festung. Du musst jetzt einfach nur die Enderperlen holen. Okay, Kumpel. Komm, gib mir Enderperlen, du Schwein. Das ist der neue Powerplatte. Das ist keine Beleidigung, weil er ist wirklich ein Schwein, Chat. Oh, saved. Warte, Kevin, du Idiot. Okay, hat mir 3 Eisen. Das ist keine gegeben. Beleidigung, weil du bist wirklich ein Idiot. Goat. Hab den perfekten Spawner. Komm bitte, Bruder, bitte. Ey, komm. Bitte. Mann, Junge, so ein Hund. Junge, die droppen aber bei mir auch gerade gar nicht. Was ist los? Komm, Junge. Komm! Jawohl, komm. Wir müssen mal ein bisschen brüllen. Ach, Digga, scheiß auf den, Digga. Das war auch echt das letzte Mal. Was ist das? Ah, komm, grunz mich an, du Schwein. Oh, nee, was, ich versterben. Bitte schieß mich nicht ab. Bitte. Also, Powerplatte, das ist wieder eine richtige Frechheit von dir. Ich hab nicht mal ein Crafting-Table, aber ich hab ja alles vergessen. Ja, wir müssen eine Gruppenarbeit machen würden. Du wärst so dieser Typ, der wirklich mit nach vorne gehen würde, um nichts zu sagen. Du wärst da, um diese Handouts auszuteilen. Ey, Dicker, Realtor, was mache ich denn jetzt? Ich sitz hier. Ja, wie? Was ist denn jetzt? Ich sitz hier und? Naja, bin halt am Arsch. On good German. Bleib da einfach, bitte stirb nicht. Ich hab nämlich gleich alle Blaze und ich komm zurück, gib dir Essen und dann mache ich einfach deinen Part mit. Okay, Commander. Ja, ich werde hier an Fallschaden sterben, ich sag's euch. Digga, nimm ein Boot. Oder du hast eh kein Holz, ne? Nein, Basti, hier gehe ich, aber kein Holz. Ja, ich bin tot, ja. Du hast mich aber auch irritiert. Basti, mein WTF, was machst du? Ich bin tot. Was machst du denn hier? Du tust so, als ob, oh mein Gott, ich hab den Ultra-Run gerade am Laufen. Digga, du hast in 15 Minuten nicht du hast ja gar nichts gemacht. Bro, er macht den. Junge, Kollege Schwein, gebe ich 40 Iron Ingots ab, Alter. Ja, komisch, dass bei den Iron Ingots nichts rausgekommen ist, Alter. Komisch, dass er da die nicht haben wollte. Ich denke, hier würde ich sagen. Ja, ziemlich genau da, wo du bist. Ich würde noch ein Stück zurückgehen wieder. Hier, runter. Wir müssen hoffen, dass 2 Augen stecken, ne? Wir haben 15 Pfeile. Oh mein Gott. Wie viel haben wir? 15 Pfeile. Ja, ist schon und wie viele Enderperlen haben wir? Wie viele Enderperlen haben wir? Wir haben 10. Ah, cool. Ey, scheiße, Dog. Was ist denn jetzt los? Hast du... Banco, wo ist das Portal? Banco, Sommer, warm, kalt. Ich hab! Kannst du es ein bisschen deutlicher sagen? Wie viel stecken? Einer. Da sind aber super viele von diesen komischen Spinnen. Viele Spinnen? Ja, ich muss ganz kurz einen Enderman killen, wenn der droppt, dann haben wir den. Von den Silberspinnen, ne? Wenn der Enderman droppt, dann haben wir es. Okay. Er hat nicht gedroppt. Ja, okay, aber ey, ist noch nicht verloren. Achso, Chef, was waren die Chords? Wo waren das jetzt? Ah, hier. Okay, Bro, da sind 4 Netherracks geplantet. Kannst du mir einfach die Chords sagen? Ja, okay, true. Minus 270, minus 1370. Ja, da sind 4 Netherracks, du siehst es schon. Das war nein! Digga, nee, was ist denn jetzt? Du bist jetzt nicht in dem Raum da gestorben. Moin. Ruhe! Das würde jetzt im offiziellen Spiel auch nicht auffallen. Nee, würden die akzeptieren. So, hier müssen wir hoch, Bro. Also, wenn da 4 Netherracks sein sollen, dann habe ich es, glaube ich, gefunden. Ah, cool. Also, die Netherracks habe ich gefunden. Ja, dann musst du da reingehen. Warte, ich komme mal. Hier. Okay, erklär mal. Ach nee, nevermind, doch nicht. Warte, das war dann doch woanders. Mom. Da geht's nicht weiter. Dann was hier? Hier. Nee, doch nicht. Wo war's denn? Junge, du hast es doch gerade gefunden, oder? Warte mal, ja. Kevin, wo ist es denn? Also. Hoch? Ah. Treppe hoch. Hier hoch, Chap? Hier? Ah, hier was. Das war doch hier irgendwo, hä? Digga, bist du dir sicher, dass du es gefunden hast? Ja, warte mal. Ey, Digga, ich weiß nicht, hat jemand die Chords, Chap? Ich hab die Enderperle. Oh! Kevin, kannst du mir bitte sagen, wo jetzt das fucking Portal ist? Ja, Mom. Oh. So, jetzt sind wir wieder back in the Ich bin base. Bei deinen 3 Netherracks. Was sind das für 3 Netherracks? Was sollen die markieren eigentlich? Bei den 3 Netherracks. Ich hab einen Apfel gefunden. Irgendwo war Netherracks das bei den 3 Netherracks, ja? Aber wo? Hier. Da siehst du mich? Ja, ich komme. Warte, okay, Diggi. Okay, pass auf, Kevin. Wie viel Glowstone hast du? Hier, droppe ich dir. Wir bauen einen Crafted Table. Ich muss hier 4 Holz abbauen. Ich hab einen Crafted Table.
Hier, der CT. Kannst du mir bitte all dein Glowstone geben und alle deine Pfeile? Ja, Glowstone liegt, Pfeile liegen. Ich brauche hier noch Cobblestone ab aus der Wand. Kevin? Ja, was los? Gib dir deine Pfeile. Jeder hat jetzt 10 Pfeile. Oh, dope. Digga, das ist so Budget. Kevin, soll ich einfach schon mal vorgehen und wenn du mich ja, einfach... Ja, mach das. Wie viel Essen hast du? Ich habe 3 Brote, ne? Oh Gott, du hast ja auch nichts. Hier, nimm die. Danke, Mann. 20 Pfeile. Kevin, du musst mit deinen 10 Pfeilen echt gut treffen, ne? Ja, krieg ich hin. Man nennt mich auch der gut Pfeile trifft. Das wird easy. Okay, ich komme. Hey, willkommen im End. Oh Gott, ich bin beinahe runtergefallen. Holy shit. Ja, ich werde Speedrunner. Oh, ich darf die Jungs nicht angucken, ne? Nee, das ist... Ich glaube, das wird mit den Pfeilen sehr knapp. Okay. Hab einen. Nee, scheiße. Ich habe keine Pfeile mehr. Ich habe 3 noch. Willst du meine 3 Pfeile haben? Komm, ja. Ich chopp sie dir. Okay, wie viel müssen wir noch machen? 2. Ey, Bro, chasen die mich gerade oder wen chasen die gerade? Die chasen den anderen Drachen. Oh ja, Loser. Loser beendet und check. Nice! War das der letzte? Nee, vorletzte. Hab leider... Das war der letzte Fall, oder? Das war der letzte Fall, aber wir kriegen das schon hin. Wir machen das einfach ohne. Ich könnte mich auch opfern, hochbauen und das einfach töten. Ja, das könntest du machen. Du könntest dann Realtalk diesen einen Crystal holen. Ja, komm, ich mach. Fuck, komm her. Eimer, soll ich den Eimer nehmen, vorsichtshalber? Ja. Gib mir den Eimer. Ja, so jetzt. Will mich das umbringen? Naja, wenn du einen MG schaffst. Bruder, wie hoch, Alter. Oh, jetzt ist ich bin tot. Mhm, gar kein Thema. Nicer Run, ja. Leute, man, vor allem, es gab einfach so Challenges, einfach die ich normal einfach so mit einer Challenge einfach verbunden, so unter einer Stunde so durchgespielt habe. Das ist einfach, wir versuchen Speedrun, ist einfach nichts Besonderes oder irgendwie alles ist so wie sonst, einfach genauso schnell. Als würde ich ihm so Minecraft mit so, jo, alle 5 Minuten muss ich so eine Quizfrage beantworten. Können wir auch das einreichen? Ich kann nicht mehr regenerieren, ich habe 10 Herzen und ich würde gleich mal mit Betten den Typen wegspringen. Hippie, Bruder. Ach ja. Ey, ganz ehrlich, ich muss ja auch eine Sache sagen, was ich auch richtig cool fände, wenn wir Speedruns bitte auf dem Vanilla-Server machen würden und nicht auf dem Spigot-Server. Einfach ohne Plugins, das wäre auch immer meistens sehr nice. Ja, es lag halt am Server. Hey. Ich hab ein Dorf in Richtung Südwesten. Ich hab Lavasee neben Dorf. Lavasee minus 200, 250. Das ist ein sehr guter Seed. Wiederhole, ein sehr guter Seed. Ja, ja, alles gut. Ich lauf hinterher. Jeder kümmert sich jetzt einfach um sein Start-Equip und wir werden mehr oder weniger gleichzeitig. Also du kümmerst dich darum, dass du jetzt einfach alle Tools hast, Brot dir holst, dann kill ich den Golem. Je nachdem, einfach wer jetzt näher am Golem ist, der killt den Golem, der macht den Wassereimer. Mhm. Und der macht auch das Portal dann. Bro, hast du noch, oh, hier ist der Eis. Hast du die gerade gekillt? Yes. Hier, sag Bescheid, wenn du nethermäßig ready bist. In 3 Sekunden. Okay. Bro, Alter, Gravel sieht gerade so wack aus. Guck immer in der Nähe von einem Fluss, in einem Fluss immer. Ja, ja, normal, normal. Aber ich finde gerade keinen. Ich finde nur so kleine Seen und da ist nichts. Vielleicht hier. Mann, Junge, hier muss doch ein das Gravel sein. Portal steht, aber lass dir Zeit, alles gut. Ey, sorry, such mal bitte mit. Ich find's nicht. Ja, sorry. Mach ich. Ich hab. Oh, finally. Hier, liegt. Hast du ein bisschen Essen für jetzt direkt? Ich dachte, du holst Essen. Ja, ja, weil sonst hätte ich gesagt, dass du schon reingehst. Ich wäre versorgt an sich. Ich würde mir noch... Feuerzeug droppen. Achso, fürs Essen, ja. Dann geh ruhig schon rein, ich komm nach. Kevin, ganz kurz, ne? Wir haben, wenn du in Richtung Westen vom Portal läufst, da ist ein riesen Nether Wastes, also das große, normale Nether-Biom. Das ist für dich zum Goldfarmen und zum Traden das Beste. Also rein und Westen, ja? Okay. Boah, Junge, hier sind auch übel viele Endermänner. Yes. Du kannst ein Boot in deren Nähe und dann schiebst du die einfach in das Boot rein und dann kannst du nicht raus. Du guckst auf den Boden, playst ein Boot einfach neben den und dann Jetzt kann ich ihn einfach killen. Ja. Ah, Junge, was? What the fuck? Du darfst das Boot halt nur nicht kaputt machen. Ich hab einen Enderperler gedroppt bekommen. Das kannst du auch meinetwegen so machen. Nebenbei mit dem Train kombiniert. Ha, Junge, what a time to be alive. Ich hab eine Festung. Aber ich bin halt auch gut weit weg. Alles gut. Ey, das musst du auch erstmal schaffen, in deiner Festung keinen Spawner zu finden. Das ist auch erstmal... Bisschen unlucky, aber ich brauche eh auch noch ein bisschen. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich dir helfen soll oder so, sagst du Bescheid. Ich habe Enderperlen gedroppt bekommen, Basti. Oh mein Gott, nice. 7 Stück, ich habe jetzt 8 insgesamt. Okay, das ist richtig gut. Dann brauchst du noch einen... Das ist sehr, sehr wild. Brauchst du aktuell noch einen Drop. Was wäre Weltrekord für den Run? In 3 Minuten rum. Lösch dich. Oh Gott. Oh mein Gott, pass, ich werde sterben. Real Talk. Kevin, das kannst du mir jetzt nicht antun. Warte. Oh mein Gott. Es sieht gut aus. Ich glaube, ich habe es gesaved. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Alter. Fertig. Wo bist du gerade, Kevin? Ich weiß es nicht. Ich bin bei minus 82, minus 30. Okay, lass uns hoffen, dass der Bro gegönnt hat inzwischen. Er gegönnt, Basti, let's go. Okay, ich bin ready. Reichen 14? Ja, ne? Ja, okay. Ach du Scheiße. Wer seid ihr denn? Bro, es kann sein, dass ich jetzt sterbe. No joke. Ich werde sterben, Basti. Hundertprozentig. Dann save dein Stuff. Save die Enderperlen. Versuch's. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe es gesaved. Ganz kurz. Bitte. Okay, all good. Okay, ich bin safe in the Overworld. Mein Plan ist jetzt Holzfarm und in die Village, ne? Ja, du holst 2 Bögen und für jeden so ungefähr halben Stack Pfeile. Ungefähr das reicht. Und dann bin ich auch schon da. Hast du die Sticks? Ja, hier, ich drop dir. Mehr habe ich nicht. Mehr sind auch hier drin sonst. Passt aber.
Kevin? Ja, Mann. Go. Zügig. Bist du ready? Mental? Ja. Okay, Richtung Westen. Let's go. Du hast nur einen Eimer, ne? Obviously, du hast kein Eisen mehr. Kein Eisen. Für Wassereimer, meinst du? Ja. Nee, aber wenn wir... Bro! Er baut ab! Ich wollte auch da landen! Was willst du denn da landen? Na, ich wollte auch in deinem Boden landen. Du hast einen Wassereimer. Ich hab keinen Wassereimer, what the fuck? Du hast doch das Portal gemacht. Nein, du hast das Portal gemacht. Achso, ja, stimmt, ich hab einen Wassereimer. Okay, ich würde mich hier und es muss hier sein, Kevin. Ja. Ich komm auch einfach bei dir mit runter, oder? Ja, ich kann dir gleich Wasser reinlassen. Ja, ich hab ihn. Okay, nice. Kannst du Wasser placen? Ja, ist in dem Loch. Okay, das war cool. So, wie wär's? Schnell finden. Bock. Ich hab's. Wirklich? Ja. Haben wir? Wie viele stecken drin? Keins, wir brauchen eine Enderperle. Okay. Dann suche ich hier bei mir weiter, okay? Ja, in den Kisten. Gut, dann such Tomb Stronger weiter. Ich baue mich mal nach oben. Auf Verzweiflung. Leute, wir suchen nicht das Portal. War sie so lost? War schon dreimal ein Portal, aber findet nicht. Oh, Mann. Ja, das ist so bad eigentlich. Das wird so ein Stundending am Ende. Ja, nee, alles gut. Ja, das ist jetzt echt komisch, dass jetzt hier kein Enderman sein wird. Ich gehe in Nether. So bescheuert das klingt, aber such du noch weiter, aber. Ja, mach mir so. Oh, wie unlucky, das wastet so Zeit. Oh Gott, du hast das Feuerzeug, ne? Soll ich mitkommen? Ja, ne? Yes. Ach du Scheiße, das hätte nicht weniger gönnen können. Ja, ganz ehrlich, es ist aber ganz angenehm, dass es einfach so, es zählt eh alles jetzt nicht, was wir machen und das ist einfach auf lockerer Basis jetzt. Oh Gott. Vielleicht habe ich da oben einen gesehen. Oh mein Gott, Kevin, das ist perfekt. Warp Forest, Richtung, wir haben einen gleich. Das ist der Wald, wo Enderman halt spawnen. Da oben ist einer, auf dem Baum. Ja, Bruder, die spawnen hier nur. Hier sind super viele Enderman. Okay, dope. Du kannst auch mit dem Boot einfach welche killen. Ja, da unten sind noch mega viele. Okay, ich geh runter, fuck it. Nein, du brauchst Ewigkeit, bis du wieder oben bist, oder? Ja, aber ey, mein Gott. Ist nicht dein Ernst! Ist nicht dein Ernst! Oh mein Gott, er ist runtergefallen. Imagine, du kannst dich teleportieren und läufst einfach einen Abgrund runter. Ey, Bassi, ist mir scheißegal, ich geh runter. Soll ich mitkommen? Ja. Ist das nicht Quatsch? Mann, der Run ist eh super scuffed. Hab eine! Go, raus! So Leute, seid ihr ready für den most scuffed Ender-Drachen-Fight aller Zeiten? Digga, der ist wirklich die super scuffed. Die Speedrunner-Elite. Kevin, wo willst du eigentlich hin? Oh, warte mal. Junge, straight to the top. Halt rein in den Laden. Hier. Gönn. Wir müssen noch eine Blaze holen. Imagine. Ich hab gar keine Blöcke, ne? Also legit nichts. Auf geht's. Blöcke kann man halt abbauen. Oh, wirklich? Ist sick. Digga. Hä? Ach so! Gibt's ein Problem? Ja! Erstmal am AOE stehen oder was? Digga, bist du gerade. Ich bin ja fast runtergefallen. Das ist ja noch trauriger. Da, hallo! Ja, ich hab schon mal alle Türme weggemacht gleich. Tschüss, wohin? Nice, schön, good job. Okay, dann let's go. Nein, da ist noch einer. Wo? Jetzt nicht mehr. Auch bei den Dia-Schwerter, du kannst jetzt schon mal damagen. Ja, mach ich. Chat, bitte, könnt ihr bitte nicht meinen Aimframe, danke. Ah, du kriegst Betten, muss ich irgendwas machen? Ich hau drauf einfach, ja? Ey, die Betten waren, das waren zwei sehr gute Betten. Um mich mal selbst kurz zu loben. Meinst du nicht, dass du ihn easy killst, die Runde? Ich hab nur drei Betten. Du kannst ihn finishen. Ja. Nee. Was ist denn das? Ich kann ihn nicht hitten, das ist verbuggt. Es war verbuggt, Bro, real talk. Egal, einfach Bogen. Das sind nicht viele Pfeile. Jawohl, du sind so gut! Boom, Weltrekord! Alter! Warte mal, wann ist Finish, wenn wir durchs Portal gehen? Oha, guck mal, das ist Kenner. Ja, ich hab schon gestoppt. Egal, oha! Boom, ich hab einfach resettet, anstatt zu stoppen. Aber let's go! Ey, Junge, 50 Minuten, das ist voll gut. Das ist fast das Doppelte von dem Weltrekord, den ich mal hatte.